So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, die Koordinaten sind schon offen. Ich habe drei weitere Elytren lokalisiert. Ich hoffe so sehr, dass wir uns nicht verschätzen mit den Raketen. Also was heißt wir? Dass ich mich nicht verschätze mit den Raketen. Ich setze den Kürbishelm wieder auf. Wir müssen nach 5480 und minus 1200. Also die Richtung. Und da, also hier so rüber. Sehe ich richtig, oder? 1240, ja. Ja, das wird weniger. Diese Richtung. Ja, so passt. 5480. Wir müssen trotzdem sehr, sehr sparsam sein mit den Raketen. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die X-Koordinate. Ich versuche mal ein bisschen anzupassen. Ja, so sieht das gut aus. Ich meine, wir müssen mit den Raketen, mit den Raketen im Zweifelsfall nur bis zur ersten Festung zurückkommen. Also wir könnten uns knapp 3000 Blöcke sparen. Wäre aber nicht unbedingt der Optimalfall, würde ich sagen. Also am liebsten würde ich schon komplett bis zum Spawn zurückfliegen und dann alles sicher eintüten. Und vielleicht stelle ich mich einfach mal eine Weile AFK nach den Aufnahmen, damit die Schwarzpulverfarm so eine Zeit lang mal läuft. So, jetzt sollte sie eigentlich. Da ist er. So, die Rakete brauche ich leider noch. Oh nein, jetzt habe ich mich auch noch verschätzt. Jetzt brauche ich noch eine. Ärgerlich. Das hätte einfach nicht sein müssen. So, gleich den Bogen raus. Hallo Enderman und tschüss. So, den haben wir. Wir müssen nämlich immer noch aufpassen, Enderman sind ja trotzdem da. Ja, oh, okay, Diamant. Das ist nicht schlecht. Der Rest. Ja, gut. Man nimmt halt, was man kriegt, ne? So, und vom Prinzip, ich würde auch gar nicht mehr so doll auf Schalkerkistenjagd gehen. Wo ist meine Ender Chest? Och nein, habe ich jetzt wirklich die Ender Chest stehen lassen? Warte, ich kriege mir mal die letzte Festung ein. Wir müssen ja nochmal schauen. Ich habe da, wie es ausschaut, Zeug stehen lassen. Wenn es nämlich blöd läuft, habe ich da auch Schalkerkisten gelassen und das müsste ich dann halt kontrollieren. So, das heißt, ich würde vom Prinzip eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch die halt sowieso hier sind, mitnehmen. Und den Rest lasse ich einfach. Aua. So, angenehm. Dann haben wir oben noch eine. Wow. So, dann kann ich essen. Und da ist auch noch mal eine Schale. Die nehmen wir natürlich schon mit. Oh Mann. Ärgert mich gerade ein bisschen. Weil wenn ich die wichtige Schalkerkiste auch da gelassen habe, dann haben wir halt wirklich ein großes Problem. Aber ich würde es trotzdem auf dem Rückweg machen. Als nächstes 6400 und 1500. Da lang. Hier so.
Aber ich hoffe wirklich, dass da. Also, dass wir die wieder finden. Ich meine, gut, die letzte Festung war auch die ganz kleine. Also geht da, denke ich, nicht ganz so viel schief. So, jetzt eher die Richtung. Mit ein bisschen Glück sehen wir sie sogar gleich. Ja, da ist das Portal, das habe ich gesehen. Da oben. Wo ist das Schiff? Hier. So, selbes Prozedere. Wir sind inzwischen sehr geübt. So. Dankeschön. Ich schaue gar nicht rein, ich baue einfach nur ab. Oh, und jetzt habe ich bei der letzten den Drachenkopf vergessen. Ich bin so doof. Dann fliegen wir erstmal zur letzten zurück. Och, Mann. Warum bin ich nicht so unkonzentriert? So, komm, stirb. Dankeschön. Ich muss mich jetzt wieder etwas konzentrieren, das ist wichtig. Ciao. So, einfach hier an der Leiter, dann passiert uns auch nichts. Okay, das war zu weit. Oh, Glück gehabt. Mal schnell was essen. So, in Sicherheit. Kriegen wir die? Ja. Na, immerhin. Gut, dann fliegen wir jetzt zurück zu 5480. Und 1240, also die Richtung. Hier so. Ja. So, und jetzt vielmehr in diese. Das wird wirklich knapp mit den Raketen auf dem Heimweg. Aber ich will jetzt die dritte auch nicht weglassen. Sag mal, bin ich eigentlich vollkommen bescheuert? Jetzt habe ich das hier auch vergessen. Oh, was ist denn los mit mir? Wie doof kann man denn sein? Zur Not werde ich mir ein paar Raketen mopsen, die wir dann wieder, wie wir es ja schon öfter gemacht haben, später wegschmeißen. Oh, wie ärgerlich. Da werde ich, glaube ich, nicht oben ankommen. Nein, ich brauche noch eine. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Ach so, ja. Mit der Spitzhacke funktioniert das natürlich nicht so gut. Jedes Mal das Wichtigste vergessen. So, jetzt wieder. Ich glaube in diese Richtung. Ja, hier.
Oh, ich könnte mich gerade wirklich tot ärgern. Ich meine, wir waren jetzt trotzdem innerhalb kürzester Zeit wirklich, wirklich sehr erfolgreich. Aber leider auch ein bisschen schludrig. Ja, wir haben jetzt nur noch 17 Raketen. Ich würde uns dann noch mal 10 Stück herstellen. Weil wir einfach gar nicht wirklich eine andere Wahl haben. So, hallo, werter Drachenkopf. Das waren jetzt, glaube ich, nochmal 5 oder 6 Raketen, die wir dadurch verschwendet haben. Ich will da mal nachzählen, wie viele wir zusätzlich brauchen. Ich bin mir nämlich sicher, wir hätten das sonst geschafft. Sogar sehr, sehr sicher. So, die nächste wäre jetzt bei 6170 und minus 600. Also diese Richtung. Und diese. Oder was wir machen, wenn wir da sind, ich hole uns mal ganz kurz bloß eine Ender-Chest. Und wenn die vollständig ist, dann fliegen wir einfach direkt zurück. Vielleicht reicht's dann. Achso, das war, glaube ich, schon zu. Ja, war schon ein bisschen zu weit. So. Jetzt muss ich mich kurz wieder orientieren. Hier oben. Ach, perfekt. Das ging doch super schnell. So, ein Hit, zweiter Hit down. Mal schauen, ob wir überhaupt alles mitnehmen können. Und ansonsten schaue ich jetzt einfach nur, was wir wegschmeißen können, was wir halt wirklich nicht brauchen. Eisenstiefel brauchen wir wirklich nicht. Die ist halt interessant. Weg damit. Feuerschutz und Reparatur. Fluch der Bindung, weg damit. Fluch der Bindung, weg damit. Traurig, aber wahr. Was haben wir hier noch? Das Glas. Ciao. Eisenschwert. Plünderung 2. Fluch der Bindung. Kann weg. So, die Elytra nehme ich natürlich dann statt dem Glas. Statt dem. So. Dann schmeiße ich hier noch weg. Die Leitern, die brauche ich nämlich wirklich nicht. Alter, das ist so laut. Ah, das hier brauche ich natürlich alles. Eisenhelm, ciao. Das kann auch weg. Oh, das haben sie hier schon lange nicht mehr gemacht. Blöd. Dann esse ich mal. Wo ist er denn jetzt hin? Mach dazu. Das heißt natürlich, dass wir jetzt hier draußen von zwei attackiert werden. Von einem attackiert werden.
den es jetzt zu finden gilt. Ist natürlich doof. Hier drin ist er nicht. Das kommt gefühlt von unten irgendwie. Und ich kann ihn einfach nicht sehen. Man könnte hier mal vorsichtig dich die Wand aufmachen. Vorsichtigst. Nee, davor. Oder? Nee, ist ein Ziegel. Hier unten kann ich auch nichts erkennen. Ganz, ganz komisch. So, dann holen wir uns hier noch den letzten Schädel. Dann mache ich drin mal ganz kurz eine Ender-Chest und guck nach. Oh, schön vorsichtig. So, ich muss mal irgendwas kurz nochmal ablegen. Im Zweifelsfall, komm hier. Dann brauche ich Platz im Inventar unten. Ender Chest, hier. Einmal schnell nachschauen. Ich habe die da gelassen. Ich bin so ein Horst. Die lasse ich hier, weil die gehört uns nicht. Und wir fliegen dorthin zurück. Zu 4200 und minus 920. Also da lang. Und da lang. Ja, da. Okay. Ich meine, gut, andersrum von daher ist es ja auch nicht mehr so weit nach Hause. Es könnte also durchaus funktionieren. Wir müssen einfach nur schön sparsam mit unseren Ressourcen sein. Noch knapp 1000 Blöcke. Zu niedrig kommen dürfen wir halt auch nicht, sonst hängen wir irgendwann in den Bäumen und tun uns gegebenenfalls auch ein bisschen weh. Und dann gehe ich davon aus, der Spawn ist praktisch 0-0, oder? Ja, müsste. Ach komm, wir sind doch schon fast da. Noch 8 Raketen. Und ich hoffe, das war auch wirklich das Kleine. Weil ich habe jetzt keine Lust, da noch großartig rumsuchen zu müssen. So, auf der Insel, ich müsste da. Ja, ich sehe es schon. So, nur um hier mal sicher landen zu können.
Weil vielleicht schaffen wir es ja mit 7 Raketen sogar noch nach Hause. Wäre ja gar nicht mal so unangenehm. Na klar, es sind knapp 5000 Blöcke. Ich würde mir auch noch welche ins Inventar packen, die wir dann als extra nehmen. Nur um zu demonstrieren, was halt wirklich unseres war. Und wie viel wir extra gebraucht haben, wie viel ich dann wieder wegschmeißen muss. So, wo war das? Hier nicht. Da oben höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich glaube hier, oder? Oder habe ich die doch auf dem Schiff gelassen? Da oben kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Aber wie blöd müsste ich... Oh, wie blöd müsste ich denn sein, dass ich die auf dem Schiff lasse? So, ich muss bloß gucken, wo ich noch springen kann. Da oben steht doch nichts. So, das war die Falle. Das kann doch nicht wahr sein. Aua. Okay, ist hier in der Chest. Ach, ich bin so doof, die ist da oben. Oh mein Gott. Jetzt hatte ich wirklich kurz große, große Angst. Uff. Dann hätte ich mir das ja doch sparen können. Komm, ich würde das gern trotzdem mal so ein bisschen sortiert haben. Hier die Elytrin und die Tränke auf jeden Fall. Und die Drachenköpfe. Dann, ja, auf jeden Fall die Erze. Smaragd natürlich auch meine Rüstung. Am liebsten so, wie ich es auch einstecken hätte. Achso, die habe ich ja da. Wo ist denn eigentlich mein Helm? Müsste der nicht. Okay, das hier. Der sollte auf jeden Fall drin sein. Sicher, sicher. Das ist meins. Boah, 10 Schalkerkisten. Geil. Das gehört dahin. Die Diamanten noch. Ich habe doch hier. Sonst ja meine Stiefel. Dann packe ich da vielleicht auch einfach das mit hin. Die Braustände sind natürlich super praktisch. Die Kisten würde ich mal als Platzhalter lassen. Ja, was passt jetzt noch rein? Eigentlich gefühlt gar nichts. Sattel. Nochmal 6 Kisten. So, was ist hier drin? Der gehört rüber, der gehört rüber. Hier können wir dann Tränke und allgemeine Waffen machen. So, dann ist das hier auch relativ schön sortiert. Dann erstmal die Tränke. Auch schön, dass wir davon so viele haben. Waffenrüstung mache ich unten, Werkzeug oben. Dann muss ich da später irgendwann mal durchschauen, was wir alles gefunden haben.
Eigentlich teilweise echt coole Sachen. Flugverbindung nehme ich nicht mit. Das schmeißen wir mal gleich weg. Ach stimmt, da sollte ich schon überall kontrollieren, ne? Ja. Die Endrods nehmen wir mit. Hier ist nochmal Werkzeug. Nochmal Werkzeug. Das ist unseres. Dann ist jetzt eigentlich alles auch sortiert. Perfekt. Dann räumen wir die beiden auf. Hier so ein bisschen extra. Bauen das Schätzelein ab. Und fliegen in der nächsten Folge zurück nach Hause. Bis dann, jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Macht's gut und ciao, ciao.